keep this up, then I'll let you in, cause you have a way with me like no one. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Michael, der Kameramann, genau, dabei. Heute wieder draußen, ne? Ja. Mhm. Weil heute ist das Wetter schön und das ist heute unsere erste, ja, ich würde mal sagen, Pflanzle- oder Heidebepflanzung in so einer Art, genau, Pflanzkästen. So ein bisschen in kunstschmiedernden Eisen und ganz natürlich, hier natürlich in der Nordheide, Heide ist mit dabei. Und ihr Lieben, wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Fangen wir jetzt mal an und hier sind wir in der Nordheide und das ist nämlich heute hier unsere Pflanzbasis. Das ist eine winterharte Knospenheide. Guck mal, und das sind richtig schöne dicke Töpfe, oder? Ja. Und die habe ich, ja, finde ich auch richtig schön füllig und die haben wir hier auch noch mal im Kleinen. Und da wir hier in der Heide sind und gerade die Heide blüht, fangen wir jetzt einfach an mit der ersten Herbstbepflanzung für unsere Terrasse. Und was wir noch dazu brauchen, wir schwenken hier mal runter. Da habe ich hier diesen Zierkohl und der ist ja mehr in diesen weiß-grünen Tönen. Ich habe gedacht, ich bleibe mal ein bisschen schlichter, damit es nicht ganz so bunt wird. Dann habe ich hier noch mal eine Sedum und einmal ein Mühlenbeck hier habe ich hier. Das ist so ein kleines Findelkind, das päppeln wir auf. Das ist noch mal so ein Efeu. Auch mit diesem Rand passt es natürlich ganz gut zum Zierkohl. Und wo wir beim Zierkohl, gehen wir zum Zierkürbis. Das sind Zierkürbisse und da haben wir einmal diesen grünlichen und grün-gelb, würde ich mal sagen. Und hier vorne habe ich drei Tontöpfe und hier hinten bei mir, und hier könnt ihr nochmal in der Infobox gucken, die hatten wir mit der Sommerbepflanzung gemacht, mit Moos und Rinde hier als Sichtfeld. Das haben wir jetzt gerade komplett rausgenommen und würden das jetzt auch ein bisschen wieder natürlich bestücken. Und hier hinten habe ich jetzt von dem Gurkenzieher Hasel habe ich einmal den alten Ast vom letzten Jahr und das ist ein abgebrochener vom Sturm von diesem Jahr und die beiden möchte ich gerne mit eindekorieren. Dann habe ich hier nochmal die Lärchenzweige und natürlich Moos und Erde. Und ich würde sagen, wir starten. Ich fange an mit dem Moos und zwar ist das Moos, glaube ich, hier aus dem hinteren kleinen Pflanzkasten und das werde ich auch wieder super gebrauchen können. Da ist sogar noch ordentlich Erde drin und die Pflanzen haben sich da so toll entwickelt und deswegen ist das natürlich perfekt, dass ich das noch habe und ich werde das hier wieder komplett verkleiden. Und hier habe ich sogar noch Reste von der, genau, das war die Deko vom Dekoherz mit dem Hasendrahtzaun. Und die ist ganz, ganz trocken, aber die ist auch perfekt jetzt. Ich werde jetzt hier einfach ein paar Stellen damit ausbessern. Und wenn die nachher Regen bekommt, wird die natürlich auch wieder richtig saftig grün. Guck mal, jetzt kann man das sehen. Jetzt kann man hier natürlich auch die Verzierung und mit dem grünen Hintergrund gut erkennen und es sieht wirklich sehr natürlich aus. Ich habe jetzt hier unten noch mal, wir haben da hinten noch so einen Pflanzteppich, auch mit Hasendraht. Das ist richtig nass, und aber das ist eine gute Grundlage für die Pflanzen. Damit verkleide ich jetzt hier unsere Pflanzgefäße noch mal ein bisschen und dann kann das auch schon losgehen. Der Superstar hier in der Nordheide, hier heute bei uns, ist natürlich die Heide und die bringt natürlich richtig schöne Farbe hier in die Bepflanzung rein
Und ich werde jetzt einfach mal gucken und mir die so in Position stellen, wo ich sie gerne gleich reinpflanze. Und ich finde hier links und rechts finde ich das eigentlich sehr optimal, weil ich möchte gerne die beiden Gefäße hier mit rein haben. Und die werde ich gleich auch noch ein bisschen erhöhen und bepflanzen. Deswegen stelle ich mir jetzt alles so in die Position, wo man oder wo ich sie gerne einpflanzen möchte. Die Tüte, die ich hatte, Papiertüte, die habe ich mir jetzt eben gerade zerknüllt und lege hier jetzt nochmal das alte Moos oben drauf. Wie man eine Erhöhung macht, kann man sich ja aussuchen. Man kann alles nehmen, irgendwelche Füllstoffe, aber ich möchte einfach nur eine kleine Erhöhung und möchte diese beiden Pflanztöpfe hier gerne drauf haben. Im hinteren Topf habe ich mich dazu entschlossen, den Topf einfach so an die Seite zu stellen. Habe auch hier wieder ein bisschen Moos untergeschoben. Dann gucken wir jetzt mal, welche Pflanzen da rein können. Und ich glaube, hier hinten werde ich noch mal die Heide reinmachen. Da wir hier in dem großen Topf schon zwei Heidetöpfe haben, werde ich da, glaube ich, hier vorne das Efeu reinmachen und da hinten ein Zierkohl, oder? Ja. Der passt doch ganz gut. Gut, dann pflanze ich mir die jetzt mal eben ein. Ein bisschen Erde unten rein, die Ecken oder beziehungsweise die Rundung aufgefüllt und schon können wir ihn hier reinsetzen. Und wir bekommen jetzt auch echt tolle Farbe und das finde ich richtig schön. Das wird wirklich, wirklich herbstlich. Nehme mir das Efeu, mache die alte Erde ein bisschen ab. Da kann man schon wieder sehen, das sind hier wieder mehrere kleine Triebe. Die könnte man jetzt auch super auseinandernehmen und vielleicht überall ein bisschen einsetzen. Ich möchte sie aber gerne komplett hier rein haben. Werde das jetzt mit Erde auffüllen und dann kommt das Efeu hier rein. Efeu ist drinne und das kleine Töpfchen können wir hier vorne schon mal in die Position stellen. Und das ist richtig schön fest und stabil, wackelt und hat Luft. Und ich finde, Micha, da wir ja hier in der Heide wohnen, könnten wir eigentlich mal ein paar Fotos machen, weil hier gibt es nämlich den Heidegarten. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten und ich finde, da machen wir für euch mal ein paar Bilder, oder? Das machen wir. Machen wir das? Ja. Das machen wir. Und den Zierkohl, den habe ich jetzt hier hinten eingepflanzt, beziehungsweise hier in den großen Topf eingepflanzt und stelle mir den jetzt hier hinten auch in Position. Und ich finde, diese Mischung mit dem Grün, das kann nachher richtig schön nach vorne wachsen, ist doch schon ganz nett. Ich werde das jetzt hier erstmal ein bisschen mit Erde auffüllen, dass die Heide jetzt auch noch richtig schöne Erde bekommt und dann geht das gleich weiter. Schön Erde aufgefüllt und ich werde jetzt hier wieder das alte Moos nehmen und hier hinten nochmal richtig schön verkleiden, ausfüllen und dann passt das auch. Alle drei Heidepflanzen sind mit Erde aufgefüllt, mit Moos auch nochmal richtig gut eingepackt. Wer kein Moos hat, weil das ist echt ein Schweinkram, wenn man die Pflanzen gießt oder der Regen kommt und das geht nach unten, der kann natürlich super, finde ich, auch Kokosmatten. Finde ich ganz toll. Das hat denselben Effekt wie Moos. Oder auch Jute finde ich total klasse und sieht auch immer wunderbar aus. Das ist natürlich praktisch, wenn man die Pflanzkästen so neben oder gegenüberliegend hat, dann sieht man nochmal, was kann man in den einen setzen, in den anderen, damit man nochmal so das Zusammenspiel sieht. Finde ich ganz gut. Und hier habe ich mich entschlossen, jetzt auch ein bisschen grün auf den kleineren Kasten zu setzen und da nehmen wir heute jetzt mal das Mühlenbeckia. Und das ist relativ trocken. Ich werde hier jetzt auch noch mal die alte Erde ein bisschen abpulen. Und das ist natürlich wunderbar, dass wir heute hier draußen sein können. So, und nun hier auch neben die Heide in Position gesetzt und jetzt hole ich noch mal frische Erde. Ja, und ich haben jetzt beide uns dazu entschlossen, hier keine Pflanze mehr reinzumachen. Hier füllen wir jetzt auch noch mal, dann nehme ich jetzt noch mal dieses trockene und spanische Moos. Das ist natürlich ganz schön, weil es hier noch mal diesen hellen Effekt gibt. Und das packe ich hier jetzt noch mal so ein bisschen mit rein. Auch hier vorne einfach nur so ein ganz bisschen. Ich ziehe mir das so ganz leicht auseinander und verpacke mir die jetzt noch mal einmal so ein bisschen rundherum, dass wirklich das Helle nur ganz leicht rausblitzt. Guck mal, hier ist noch Laub.
Und das ist der Kandidat. Ich finde, der passt hier super rein. Den kann man jetzt hier so reinlegen, wie man möchte. Jetzt gucken wir einfach mal, wie es am besten passt. Es ist ja nachher an der Wand dran. Das heißt, wir können ihn auch ganz super hochkant stellen. Und ich denke, das werden wir auch tun. Ich werde ihn jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen reinstellen. Und den kleinen Ast, finde ich, den kann man hier super nur noch mal so ein bisschen reinstecken. Und dann haben wir hier auch noch mal richtig schöne Natürlichkeit und Höhe auch. Wer das gerne möchte, mit Licht, Lichterkette, mit Timer, sind sie ja alle mittlerweile, einfach nur mal ranzwirbeln. Und wenn man rausgucken kann und hat hier Licht, sieht das doch super schön aus. Es ist natürlich und es ist schnell gemacht. So, der erste Pflanzkasten ist fertig. Den stelle ich schon mal nach vorne. Und ja, es ist wirklich schön mit den Farben und dieser Natürlichkeit. Ich liebe es und ich glaube, Micha auch, oder? Ja, sieht richtig gut aus. Ja. Heide. Heide ist wirklich schön. Jetzt habe ich zwei Sachen, die ich noch gerne drin haben möchte. Ich möchte auf alle Fälle das Sedum. Das möchte ich auch ein bisschen höher haben. Und diesen Zierkürbis, den finde ich auch wirklich wunderschön. Den würde ich gerne so ein bisschen schräg und das Sedum möchte ich wirklich ein bisschen in die Höhe kriegen. Also ich werde mir das hier jetzt noch mal ein bisschen auffüllen mit Moos, was ich noch habe, und werde mir das hier noch dazwischen pflanzen. Im Sedum habe ich mir einfach nur ein Stück Moos genommen, eine kleine Kuhle, habe mir das hier reingestellt und werde jetzt hier den Kürbis noch mal, jetzt muss man natürlich gucken, dass das auch funktioniert, noch mal so davor stellen. Und auch hier mache ich das wie bei dem Kleinen, dass ich das spanische Moos nehme, die Heide ein bisschen hoch, einfach nur ein bisschen auseinanderziehen und einmal komplett umlegen. Kann auch noch ein bisschen unter den Kürbis. Und hier haben wir den zweiten. Jetzt musste ich erstmal ein bisschen ausprobieren, welche Position am besten ist und damit das nicht so gedrungen aussieht. Aber ich finde, hier ist er wirklich super mit eingefügt. Der stört keine Pflanze und liegt einfach nur hier ganz locker. Also da liegt er gar nicht drauf, er liegt hier auf dem Topf. Genau. Und ich denke, wenn das Efeu sich richtig schön erholt hat jetzt hier, dann wird das auch ganz toll aussehen. Und das war unser Thema heute hier. Guck mal. Schön bepflanzt mit Heide, Moos, ganz natürlich. Und genau, Zierkürbisse. Und was ich noch schön fand, habe ich noch gefunden, zwei Naturkränze. Da habe ich einfach so eine Lichterbündelkette, eine 60er, ein bisschen mit reingedreht. Und hier auch, der ist ein bisschen kleiner, den habe ich auch noch mal mit da reingemacht. Und jetzt haben wir hier alles richtig schön natürlich, ihr Lieben. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Unsere erste Herbstpflanzdeko. Und ihr wisst ja, Daumen hoch oder Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Aber auch gerne auf Insta und Facebook folgen. Freuen wir uns immer sehr. Kommen auch immer kleine Highlights. Und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr auch Dekoartikel. Da ist unsere Webseite, die Verlinkung auf unsere Webseite und von dort die Verlinkung zu den Dekosachen. Also ihr Lieben, der Herbst kommt, es ist wunderschön, wir freuen uns auf euch und bis bald, eure Conny und euer Michael, der Kameramann. Genau, tschüss. Tschüss.